Wir sorgen dafür, dass aus Möbelhäusern hinten mehr Umsatz rauskommt, obwohl vorne immer weniger Besucher reingehen. Wir helfen Möbelhändlern, ihren Verkaufserfolg vom Zufall zu befreien. Hier ist Thomas Witt, der Verkaufssteuerer, mit Strategien für mehr Umsatz mit glücklicheren Kunden. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Übersichtsfilm über Neuromarketing, Möbelverkauf, gehirngerechtes Verkaufen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu seekrank gemacht. Ich habe gerade Ihr Entscheidergehirn angesprochen und dafür gesorgt, dass Sie durch die Bewegung wach sind. Was ist gehirngerechtes Verkaufen? Um gehirngerecht verkaufen zu können, müssen wir erstmal ein bisschen uns vorstellen können, wie ein Gehirn arbeitet. Dazu ist es wichtig, sich klarzumachen, dass wir über drei Gehirne aus drei verschiedenen Entwicklungsschichten verfügen. Das oberste Gehirn, auch das neue Gehirn genannt, ist unser Denkapparat. Die Großhirnrinde, der Denkapparat, den haben nur Menschen. Er versteht Sprache, versteht Zahlen, Daten, Fakten, kann nachdenken, analysieren, in die Zukunft schauen. Das ist sozusagen das letzte Software-Update, was wir von der Evolution bekommen haben, vor ein paar Millionen Jahren. Es funktioniert aber langsam und nicht besonders zuverlässig und deswegen werden wirklich wichtige Sachen wie zum Beispiel das Entscheiden auf tieferen Gehirnschichten übernommen. Das mittlere Gehirn, hier mehr die grünen Bereiche in der Zeichnung, das verarbeitet Gefühle. Ja, deswegen, das ist der Sitz des Bauchgefühls. Dort werden Gefühle verarbeitet, generiert, gespeichert. Auch Erinnerungen sind dort beheimatet. Und dann haben wir hier ganz unten das alte Gehirn, auch das Echsengehirn genannt. Denn das gibt es seit Jahrmillionen Jahren, seit Hunderten von Millionen Jahren. Und wir haben es mit jeder Kreatur gemein, die jemals an Land gekrochen ist. Das interessiert sich nur für Fressen, gefressen werden, Gefahr. Es registriert sehr fein Änderungen in der Umwelt, die dafür sorgen könnten, dass es ungemütlich wird oder dass man was unternehmen muss, nämlich eine Entscheidung treffen muss, agieren muss. Und es hat eine eingebaute Energiesparfunktion, das heißt, es legt sich sehr schnell wieder schlafen, wenn keine direkte Bedrohung ist und wenn es nicht direkt angesprochen wird, und sorgt dafür, dass es still seine Beobachterfunktion wahrnehmen kann. Dieses alte Gehirn hat uns seit Millionen von Jahren aus Schlamassel rausgehalten und unser Überleben sichergestellt. Und deswegen ist es auch damit betraut, die Entscheidung zu fällen. Sie können nicht direkt mit dem Entscheidungszentrum, mit dem alten Gehirn sprechen, sondern Sie müssen bestimmte Reize wählen, um das alte Gehirn direkt anzusprechen. Ansonsten argumentiert man hier nur durch die Großhirnrinde. Sprache wird durch die Großhirnrinde, durch den Denkapparat überhaupt erst verarbeitet. Dort in Gefühle übersetzt, wenn die Gefühle gut sind oder sehr, sehr schlecht sind, dann werden sie dem Entscheidungszentrum vorgelegt und das erst weckt das Entscheidungszentrum auf und löst vielleicht eine Entscheidung aus. Das heißt, das ist der mühsame Weg, den die meisten Verkäufer wählen, den Kunden zuzulabern. Was sind also die sechs Abkürzungen ins Entscheidergehirn? Das erste ist Gier und Eigennutz. Da das Entscheidergehirn, das Echsengehirn, auf Überleben programmiert wurde, funktioniert Gier und Eigennutz extrem gut. Die überraschende Inaussichtstellung von Rabatten, Vorteilen, das ist der Grund, warum Möbelwerbung so ist, wie sie ist. Der Grund ist, sie funktioniert, weil sie nicht das Großhirn anspricht, den rationalen Denkapparat, sondern das Gefühlszentrum. Das zweite, was das alte Gehirn direkt verarbeitet, sind Kontraste, denn es ist dafür zuständig zu sehen, ändert sich da was, auf das ich reagieren muss. Das alte Gehirn ist faul, es guckt immer nur, wo ist hier was anders, wo ist ein Kontrast. Hässlicher Kerl, das bin ich. Hübsches Mädchen auf der anderen Seite. Wenn Sie auf das Bild gucken und lesen, Sie sehen sofort, das, was schief gedruckt ist und das, was verkehrt rum gedruckt ist. Denn das ist das, was die stärksten Kontraste hat.
Wechselnde Gefühle wecken direkt das Entscheidungszentrum. Familie, Kinder, trautes Heim, denn das Entscheidungszentrum ist mit dem Überleben der Menschheit und des Genträgers betraut. Der größte Stuhl, der dickste Promi, das sind Kontraste, die wahrgenommen werden. Das dritte sind anfassbare Informationen. Millionen bevor wir überhaupt sprechen konnten, haben wir Sachen angefasst und Sachen gefühlt und daraus für uns Entscheidungen abgeleitet und Aktionen abgeleitet. Deswegen ist es so wichtig, eine Kontaktskizze zu machen mit dem Kunden, bevor das wahre Zeigen mit dem entsprechenden Redestrom losgeht. Sobald der Kunde selber den Stift in die Hand nimmt und eine Skizze macht, ist das Entscheidungszentrum aktiviert und wir sind sicher, dass wir mit dem Entscheider wirklich sprechen. Das alte Gehirn registriert nur den Anfang und das Ende. Das Mittelteil ist dem egal. Das bedeutet für uns im Verkauf, dass wir extrem kurze Tatsachen, Nutzen und Beweishäppchen bringen müssen in der Argumentation. Ein normaler Verkäufer redet, bis der Kunde Tinnitus bekommt. Das Einzige, was er damit tut, ist aber, das Entscheidungszentrum schlafen zu schicken. Und das Entscheidungszentrum wird erst ganz zum Schluss wieder aufgeweckt und sagt dann, ich will nichts entscheiden, ich habe halt nichts verstanden. Bildhafte Reize sind extrem wichtig. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Jetzt reicht es leider nicht, ein Sofa zu zeigen, sondern Sie verkaufen ein Bild im Kopf des Kunden. Und zwar das Bild, was im Kopf des Kunden entsteht, über die Situation, wie sie in 6 bis 8 Wochen sein wird, wenn das Sofa geliefert wurde. Und er kauft praktisch das Gefühl, was dieses Bild bei ihm auslöst. Es ist extrem wichtig, dem Kunden zu helfen, sich dieses Gefühl vorzustellen und das Bild vorzustellen. Und auch dabei hilft die Kontaktskizze. Das ist eine Skizze, die vor dem Warezeigen gemacht wird und nicht die Planungsskizze, die nach dem Warezeigen gemacht wird. Der 6. direkte Weg führt über das Gefühlszentrum. Gefühle sind der Botenstoff, mit dem das alte Gehirn mit dem Großhirn redet. Das alte Gehirn kann nicht sagen, wir wollen das jetzt so machen oder wir wollen das nicht machen, sondern es generiert ein Gefühl und das Gefühl sorgt dafür, dass bestimmte Handlungen stattfinden. Diese Handlungen werden im Nachhinein vom Großhirn, also von unserem Denkapparat, einfach nur erklärt. Man muss aber klar sehen, dass das Großhirn, der Denkapparat, nicht die Entscheidung auslöst, sondern nur im Nachhinein die Entscheidung erklären darf. Wir sind keine Denkmaschinen, die fühlen, sondern wir sind Gefühlsmaschinen, die auch denken, sagt Antonio Damasio, ein Neurobiologe. Keine Denkmaschinen, die fühlen, sondern Gefühlsmaschinen, die auch denken. Wir sollten unsere Kunden auch so behandeln, als Gefühlsmaschinen, die auch denken. Das heißt, wir sollten vor allem ihre Gefühle beeinflussen, anstatt sie die ganze Zeit mit Zahlen, Daten, Fakten, Modellen und so weiter zuzulabern. Wenn Sie wissen wollen, wie das in der Umsetzung aussieht, klicken Sie sich entweder in Ruhe durch die Präsentation oder Sie melden sich zum nächsten Teleseminar an oder Sie rufen mich an und lassen es sich erklären. Das mache ich gerne und auch kostenlos. Bis zum nächsten Mal, Ihr Thomas Witt. Über 100 Möbelhäusern und 2000 individuellen Verkäufern haben wir bereits geholfen, mehr Umsatz pro Besucher zu machen. Wann entscheiden auch Sie sich dafür, Ihren Verkaufsprozess zu optimieren? Gehen Sie jetzt online auf www.verkaufssteuerer.de und holen Sie sich kostenlos Checklisten, Tipps und Tricks für mehr Verkaufserfolg trotz immer weniger Besuchern.